Das schwedische Parlament hat Magdalena Andersson erneut zur Ministerpräsidentin gewählt. Sie war am vergangenen Mittwoch, nur wenige Stunden nach ihrer erstmaligen Wahl, zurückgetreten. Ihre Regierungskoalition war im Streit um den Haushaltsentwurf zerbrochen. Nun wurde Andersson erneut gewählt. Die 54-Jährige ist die erste Ministerpräsidentin Schwedens. Die bisherige Finanzministerin übernahm kürzlich bereits die Spitze der Sozialdemokraten, nachdem der ehemalige Partei- und Regierungschef Stefan Löfven zurückgetreten war. Mit dem Schritt wollte er seiner Partei bessere Chancen bei der Parlamentswahl im kommenden Herbst verschaffen.